Schau mal. Was meinst du? Draußen ist es ganz komisch. Was ist da denn komisches? Schau mal, der Himmel. Du hast recht, da fällt etwas vom Himmel. Regen ist es aber keiner. Nein, Regen ist es keiner. Und Vögel sind das auch nicht. Aber es sieht trotzdem so aus, als ob es Federn sind. Vielleicht sind es ja auch welche. So ein Unfug. Der Himmel ist doch kein Huhn, das Federn verliert. Aber wenn es doch so aussieht. Es sieht vielleicht so aus, ist aber nicht so. Das ist der Unterschied. Aber was ist es denn dann? Das weiß ich nicht, aber das kann man herausfinden. Man muss es anfühlen. Halt mich mal fest. Es sieht aus, als wären es kleine Sternchen. Wenn es kleine Sternchen sind, ist es ein richtiges Wunder, weil sonst keine Sterne vom Himmel fallen würden. Wir müssen die Graumaus fragen. Ja, das müssen wir. Graumaus, Graumaus. Wir haben etwas entdeckt. Ja, der Himmel fällt herunter und viele Sternchen sind schon da und machen alles weiß. Ach, das meint ihr? Das ist doch nicht anders als Schnee. Schnee? Wenn es Winter wird, dann fällt der Schnee vom Himmel. Daran merkt man, dass Weihnachten immer näher kommt. Winter? Weihnachten? Was habt ihr da gerade eben gesagt? Ihr Mäusekinder seid noch jung. Warum wisst ihr noch gar nicht, was Weihnachten ist? Es wird gefeiert, dass ein kleines Kind auf die Welt kam und das die ganze Welt verändert hat. Ein Mäusekind? Ein Menschenkind. Darum gibt es solche Kirchen wie unsere hier. Ach so, und ich dachte, die wären extra für uns Mäuse gebaut worden. Natürlich kommt auch Besuch. Eure Tante, die Feldmaus kommt. Und die Wühlmäuse. Und wenn wir Glück haben, kommt auch der Siebenschläfer. Vorausgesetzt, er wacht rechtzeitig auf. Wie schön, ein Fest. Ein Mäusefest. Da kommen schon die Ersten. Theodora, Liebste! Graumaus, meine Beste! Das sind sicher die kleinen Mäuse. Sind die süß, sind die süß, sind die süß. Auweia! Das ist eure Tante Theodora. Sie kommt vom Feld. Tristan, Penelope, wie schön! Graumaus, so schnell ist dein Jahr vorbei. Ja, ja, den Kindern kann man es sehen. Letztes Jahr waren sie noch gar nicht da und nun sind sie groß. Wir haben euch etwas mitgebracht. Eine Butter ist für Magen. Hey, die ist ja klasse. Ihr sollt doch den Kindern nicht so große Geschenke machen. Jetzt lass doch kaum, wir machen doch den kleinen Mäusen doch gerne eine Freude. Und es ist auch gut für die Zähne. Wo ist denn der Siebenschläfer? Er wird schon noch kommen. Wenn ich mich recht erinnere, ist er jedes Jahr zu spät gekommen. Ja, aber wenn er verschläft? Er weiß schon, dass du auch kommst. Oh! Wo sind die Lebkuchen? Wurden sie im Jahr wohl versteckt? Gibt es denn Lebkuchen? Was für Lebkuchen denn? Nun, am Weihnachtsabend werden die Lebkuchen in einem Sack voller Weihnachtsbaum gehängt. Das machen die Menschen. Die Menschenfrauen haben sie gebacken. Aber dafür, dass sie auch schon versteckt sind, dafür sorgen die Weihnachtsmäuse. Und das sind wir. Wo sind sie wohl diesmal versteckt? Hoffentlich sind sie schon gebacken. Natürlich sind sie schon gebacken. Lebkuchen muss man 3 Wochen vor Weihnachten backen. Und jetzt sind es nur noch 2 Tage. Der Vater versteht den Sack ganz gerne, damit es für uns nur etwas spannender wird. Sehr gute. Wir haben was. Ein Sack, der riecht vielleicht gut, aber er schnarcht. Unfug, Lebkuchensäcke schnarchen doch nicht. Die Lebkuchen. Der Siebenschläfer. Es ist nun bald Weihnachten. Auf der Stelle kommst du aus dem Lebkuchensack heraus. Das ist doch unappetitlich. Kirchenmäuse beten vor dem Essen. Sind die süß, sind die süß, sind die süß. Kirchenmäuse beten vor dem Essen. Dank dem Himmel für das Essen. Hast du Mäuse nicht vergessen? Muss das nicht auch gar nicht sein? Mäusebäuche sind so klein. Amen. Werden die jetzt einfach aufgefressen? Wo denkt ihr hin? Natürlich nicht. Wir nageln jetzt kleine, schöne Muster hinein. Kleine Muster? Natürlich. Die Menschen bekommen ja nicht so gut hin. Die sind,
Die sind ja auch keine richtigen Nager. Wir sind ein bisschen so wie die Osterhasen, die früher Eier verzieren. Natürlich geht hin und auch einmal ein Lebkuchen zu Bruch. Den mussten wir leider fressen. Theodora! Der war schon angeknapst. Oh, danke. Wie schön. Wie sehr schön. Nun müssen wir uns bald verstecken, denn bald beginnt der Gottesdienst und dann ist ja alles voll. Ach, die paar Menschen. Da täuscht dich nicht, zu Weihnachten ist die Kirche gut besucht. Da kommen welche. Schnell weg! Der Siebenschläfer! Schnell Menschen kommen! Ich habe noch ein paar Krümel Lebkuchen. Und dann kommen liebe Gemeinde, Weihnachten ist ganz nah. Und wie alle Jahre wollen wir sehen, ob sich kurz vor Weihnachten wie das Wunder der Barbara-Zweige auch das Lebkuchenwunder ereignet hat. Es hat. Das Barbara-Wunder, das sind auch wir? Aber nein, nur das Lebkuchenwunder. Das sind wir Weihnachtsmäuse. Wie schön. Jetzt merke ich es auch. Und ich auch. Weihnachtsmäuse. Und das sind wir. Schau mal, Weihnachten. Was hast du da gerade eben gesagt? Ihr Mäusekinder seid noch jung. Darum wisst ihr doch gar nicht, was Weihnachten ist. Es wird gefeiert wie ein kleines Kind. Und sicher die kleinen Mäuse. Süß. Oh ja. Wir haben was. Ein Sack, der riecht vielleicht gut. Aber er schnarcht. Unfug, Lebkuchen schnarchen doch nicht. Schnell Menschen kommen. Ich habe noch ein paar Krümel Lebkuchen.